Ganga flundi teni formidi dal a Hallo Leute, willkommen zu Game Inc. Spielt durchgenudelt Halo ODST Teil Nummer 4. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir spielen jetzt Dutch, was, wie ich immer noch finde, kein richtiger Name ist. Aber okay, wir sind hier an so einem Art Zoogelände. Da sieht man so ein Zebra, rote Bank. Super geil, da hinten ist unsere Kapsel, da sind wir so rausgesprungen, ne? Und da sehen wir auch hier so ein Panda-Bären und so ein Tiger. Und der Julian ist natürlich auch mit dabei wieder. Hi PewDiePie! Oh PewDiePie! Catmandra! Halt die Fresse, Mann! Gut. Nachdem wir machen jetzt wieder alle investigativ weiter. Jetzt. Alle 13-Jährige haben wir jetzt abgeholt. Ja. Können wir auch die normalen Menschen abholen. Ja, also das ist ja wieder, also das geht hier auch wieder Schlag auf Schlag. Teil Nummer 4, liebe Leute, ist am Start. Und wir sind in einem Art Zoo. Wobei ich finde, es hat null was von einem Zoo. Ich hab's auch nicht so ganz, was das mir da sagen soll. Aber ich mag die Umgebung trotzdem. Ja, ist nicht so, ist dennoch schön. Man kann das, nicht was alles es sein haben. Will. Aber ein Vator kann ich umdrehen, trotz dessen. Ich glaube, die haben ja so eine Hydraulik drin. So, jetzt machen wir ein bisschen Fahrt-Action. Nehmen wir hier so ein paar andere Fahrzeuge auseinander. Muss ja sein, das Städtchen ist ganz schön groß. Ja, klar, das sind doch alle modernen Städtchen. Dass die alle riesig sind. Ja, das läuft doch ganz fresh hier. POW zum E zum R. Apropos Auto, soll ich meine Anekdote erzählen? Ja, genau, du solltest ja für diese Folge eine Anekdote vorbereiten. Ich bin sehr gespannt. Ich glaube, die haben mir nämlich noch nie erzählt, kommen aber dauernd drauf zurück. Du im letzten Teil zum Beispiel, oder im vorletzten, ich weiß es nicht mehr, nämlich die Geschichte, wie ich einmal, um etwas abzuliefern, durch Berlin fuhr. Mhm. Nun, ich fuhr dann mit einem Arbeitskollegen, bei, es ist ein ganz schönes Arschloch. Ist das der mit dem Hund? Ja. Benni! Schmeiß weg, ja. Der Mäus. Den gibt's auch wieder für die Geschichte. Aber das soll. Ja. Soll ein Thema für eine andere Sitzung sein. Nun also, ja. Wir mussten bei einem Event, also bevor das anfing, mussten wir da irgendwas abliefern in Berlin. Ich weiß schon gar nicht mehr genau, was das da alles war. Ist schon ein bisschen. Da mussten wir, um dahin zu kommen, natürlich die Straße. Jetzt hat die Organisation dieses Events aber die Straße gesperrt und zu diesem Grund, für diesen Zweck hat sie ihren besten Mann dafür abgestellt. Ein junger Mann, aber trotzdem voller Altersweisheit und also die Logik hat er erfunden sozusagen. Der stellt uns, stellt sich uns mutwillig in den Weg. Springt beinahe auf das Auto und möchte uns erzählen, dass wir da nicht durch können, die Straße nicht befahren können. Wir versuchen ihm zu erklären, dass wir da durch, ich wohne hier. Dass wir da durch müssen, weil wir das abgeben müssen. Und wir haben auch einen Plan gehabt, alles. Und dann. Was selten vorkommt, wohlgemerkt bei euch. Also, sehr selten. Also, aber diesmal waren wir unglaublicherweise angemeldet. Also nicht wir. Firma an sich. Das ist schon ein Steigerpunkt zu allem anderen. Dann sagte er, hey, ich kann euch hier echt nicht durchlassen.
Ja, aber Junge, jetzt schau doch, wir müssen da hin, da ist die Aktion, wir müssen da jetzt hin. Wir sind ja 100 Meter, lass uns da mit dem Auto reinfahren. Ja, aber ich kann euch da echt nicht durchlassen. Ja, aber da kommen uns doch Autos entgegen. Ich sehe doch da hier an der Park ist alles voll mit Autos, was mit denen passiert. Ja, ich weiß nicht, ich darf euch hier nicht durchlassen. Ja, Junge, jetzt. Jetzt her, kurz tun da. Jetzt stell dich doch nicht quer. Nur nach 2 Minuten oder so hat er gesagt, ja gut, dann macht aber schnell. Ja, danke. Sicherheitsdienst, top. Nummer 1, er hat seinen Job erfüllt. Er stand dann lange in der Gegend rum. Es kam nie ein Auto außer wir. Er hat sich wahrscheinlich sehr einsam gefühlt. Aber ich muss sagen, den Job, den er hatte, hat er wirklich gewissenhaft erledigt, niemanden durchzulassen. Ja, aber du musst es ja so sehen, du kannst dich jetzt nicht beklagen. Eigentlich darf man sich nicht beklagen, weil hätte er euch tatsächlich nicht durchgelassen, wäre es ein Problem für euch gewesen. Das ist wahr. Er hat seinen Job vielleicht nur beim Richtigen vernachlässigt. Ja, der wusste, man kann es ja auch so sehen. Der wusste halt, wir sind vertrauenswürdig. Ich, der Hausmeister, ja. Und sein Köter. Und sein Hund. Wahrscheinlich war der Hund, hat ihm treue Augen gemacht. Kann mich hier und, echt nicht reinlassen, aber den Hund, der ist okay. Ja, also ich kann euch hier nicht reinlassen, aber der Hund geht schon. Meine Mama hat immer gesagt, ja, deine Mama. Die habe ich doch gestern noch gesehen, da hat sie gar nichts mehr gesagt, ist doch stumm. Ich habe gerade alle meine... Ah ne, ich habe einen Schützen, habe ich noch, aber auf schlechter Position, sage ich mal. Jetzt gucke ich mal, ob ich noch irgendwo so einen Schützen aufgabeln kann. Das ist aber auch mal wieder eine echt schwierige Sequenz hier. Gehört zu denen, man weiß gar nicht, wo da Ende ist. Hier, Leute. Ja, wer will Feierabend machen? Nix gibt's Feierabend. Arbeit ist. Komm, Masche, aus dem Buch bin ich raus, Fisch, auf, Tipp. Aus dem Buch. Was ich ja auch empfehlen kann, das habe ich glaube ich auch noch in keinem Video gemacht, bin ich aber mittlerweile großer Fan geworden. Ein schöner Snack. Ganz einfach zu machen, braucht nichts kochen. Braucht noch ein paar frische Zutaten. Und frische ist dabei sehr wichtig für den Geschmack. Also sonst schmeckt es einfach nicht so geil. Man kauft sich frische Brötchen. Also nichts Besonderes, ganz normal. Handelsüb. Ja, am besten vom Bäcker, sag ich mal. Also das, genau. Geht dann anschließend gleich zum Metzger und holt sich da frisches Mettfleisch. So Hack, frisches Hack. Da weiß ich ehrlich gesagt nicht, was das Beste ist. Ich behaupte, reines Rinderhack schmeckt am besten. Und das muss man halt frisch machen. Holt euch da nicht zu viel, weil es sollte gleich gegessen werden. Denn, ach hier ist ja die Tür offen. Die Sache ist jetzt die. Ist ganz einfach, ihr schneidet das Brötchen auf, packt dieses Hack wie ein Aufstrich einfach drauf, schön dick. Salzt es, pfeffert es, macht, wenn ihr Bock drauf habt, auch gern noch ein bisschen Zwiebel drauf. Ist richtig lecker. Und das war's auch schon. Und? Das war... Und dann essen natürlich. Und alles wird aus Hack gemacht. Ja, es ist super. Also, es ist fleischig. Es ist erfrischend, weil kühl. Also ich weiß nicht, ist dir mal aufgefallen, die haben überall so Antennen rumfahren. Und immer wenn ich so eine Antenne begucke, verschiebt die sich wie durch Geisterhand. Also ich habe so das Gefühl, hier geht's nicht mit rechten Dingen zu. Was du nicht weißt, ist, dass dahinter so ein 500 Kilo schwerer Gegner ist. Der dann mit der Antenne so wandert. Oh, er hat mich gesehen. Oh, da hat sich wieder eine Antenne bewegt. Nothing suspicious here. Manchmal sind auch 5 dahinter. Je nach Antenne. Heute zum Aufnahmedatum, wenn ihr das seht, schon längst ein alter Hut. Wurde ja auch der neue Design
Franchise von dem Plauschangriff geleakt. Hast du das schon gesehen zufällig? Auf Facebook vielleicht? Ja, ich bin noch. Oder auf der Webseite? Ich bin noch eigentlich nie auf Facebook. Auf Facebook. Achso. Auf Facebook drauf so. Oh, ich krieg grad ordentlich auf den Sack. Es könnte sein, dass ich jetzt drauf gehe. Geht's hier weiter? Nein. Definitiv nicht. Und es ist sehr 80s geworden. Ich persönlich muss sagen, finde ich nicht so geil. Ja, ich dachte, du hast das gemacht. Oder nee. Musst du das machen? Ich hab ja extra angefragt. Hier. Ich würde es gern machen. So, jetzt bin ich drauf gegangen. Ich würde es gern machen. Da hieß es ja, wir müssen dann noch erstmal gucken. Ist noch nicht fest. Und dann wird einfach jemand anders gefragt und ich gar nicht mehr. Und dann hat es jemand anders gemacht und ich keinen Finger krumm gemacht. Zum einen dachte ich mir, ja, okay, bevor du dir nichts Geiles einfällt und du machst es nur so halbgar und ärgerst dich dann, dass du einem geilen Format nur so ein semi-geiles Design gegeben hast. Und dann jetzt sowas, das hat halt mit dem alten Plauschangriff gar nichts mehr gemein. Von der Intro-Mucke nicht, die auch irgendwie eine halbe Minute geht, was ich viel zu lang finde. Ja. Und halt aus Plauschi, dem lilanen Tentakel, ist so eine Shredder-Cyborg-Version geworden. Tja, manchmal kommt es mir so vor, als wenn sie dir nicht vertrauen. Ja, das habe ich nämlich auch so das Gefühl, dass die krassen Sachen, ich bekomme da nur so Sachen wie, mach doch mal ein Green für Bonjour, was ja auch relativ wichtig in Anführungszeichen ist, wobei, da müsste ich mir bei weitem nicht so viel Mühe geben. Ich meine, ich sitze da immer einen ganzen Tag dran, oder hat es einen erwischt, damit ich dann ein geiles Green mache. Dieses Mal zum Beispiel habe ich ein Auto gemacht, in dem die zwei Moderatoren fahren können und hinten dran bin ich schon wieder gestorben. Hm. Ja. Hab das Auto Witz gemacht, alles am Arsch hast du gemacht. Ja, das ist jetzt gerade auch nicht so einfach. Ich mache das anders. Hab ich so eine, und das wird verfolgt von einem UFO, was halt dauernd auf die ballert. Also richtig krass. Aber so im Chat kam nicht so wahnsinnig viel davon an. Mega Monster. War ich ein bisschen enttäuscht. Es war richtig Action, es gab Explosionen und Feuerwerk und alles. Alles hat's gegeben. Aber einfach nur zack. Ja, das ist für die halt nur ein Intro. Ja, das ist richtig. Also da ich ja bemängel manchmal so ein bisschen, wird mein Herzblut nicht so ganz geschätzt. Beziehungsweise ich würde halt auch gerne mal Sachen machen, die wichtig sind. Schleiche ich mich an den ran. Zack! One-Hit-Kill. So sieht's aus. Jetzt muss ich den da noch killen. Ist den nicht immer so lange aufladen, oder? Also ist ein bisschen verschenkt auch von dem Retro-Club, den ich vorbereitet habe. Nix gehört. Ich habe alles fertig gemacht. Dann kam Gregor zu mir und hat gesagt, ja, wir machen nur eine halbe Stunde. Machen das nicht den ganzen Retro-Club. Und ich dachte schon, ey, ich würde den lieber 2 Stunden machen. Ey, ja, ich fühle mich zurzeit echt ein bisschen verarscht. Hast du ihm gesagt, dass du 7 Minuten vorbereitet hast? Ja, klar, er weiß es. Also ich habe... Was macht... Entschuldigung, wo willst du hin? Guck mal, aber ich kann springen. Guckst du? Ja, Schatz, aber geh noch einen Schritt nach hinten. Frage, was ist jetzt hier Phase? Hab ich gewonnen? Ist das Spiel gecrashed? Ich weiß nicht. Einer flieht noch übers Schlachtfeld. Aber er kommt nicht rein. Fliegt er nur auf das Feld. Nee, wirklich nicht. Ja. Ich behaupte ja, jetzt kommt hier so ein Flugzeug und holt mich ab. Im besten Fall. Hä? Wohin?
Ich soll springen. Ich soll irgendwo hinspringen. Hüpf! Ich glaube, das ging an den anderen. Der da an der Klippe noch hängt. Der da. Hier vielleicht? Na, oh Gott! Das ist alles nochmal. Das war richtig. Echt? Ja! Sehr bizarr, aber okay. Ja, wirklich. Ein beliebtes Level abgeschlossen. Ohne die VR zu benutzen. Okay. Gott. Hier hagelt jetzt aber die Erfolge. Bitte Xenophobie. Sag, dass ich heute nicht mehr fliegen muss. Ah, okay, und das war das Gerät, welches wir fanden. Also, war das ein Ja oder ein Nein? War das ein Vielleicht, vielleicht? Vielleicht, vielleicht? Amen. Möglicherweise. Ja, ja. Was sagt denn das Zeiteisen? Das sagt, wir haben 16 Minuten auf dem Tacho. Und es hagelt die Erfolge. Also... Das ist ja wie bei Call of Duty. Ein Kerl erschossen, schon hast 5 Orden. Mhm. Lade. Lade. Ich kann schwören, wir haben genau bei diesem Bild aufgehört. Ah, okay. Nice. Wenn es wieder so weit laufen musst. 800 Meter, es werden immer 200 Meter mehr. Oh Mann. Komm mal ganz schön. Das ist Open World. Das ist Open World, mein Lieber. Ja, aber auch nicht so. Übrigens, Starter. Ja, nämlich noch so eine Sache, wo ich mich tierisch aufgeregt habe. Du weißt ja vielleicht, ich finde Rainbow Six nicht so schlecht. Ja, nee, das nicht Spiel. Ich bin verdammt auch mal Riesenfan und spiele den Scheiß bis heute, weil es geil ist. Das kann ich leider Gottes bestätigen. Und jetzt kommt am Donnerstag, dem 26. Ist es das? Oder am 24. Also morgen kommt die Beta raus. Eine geschlossene Beta. Wir haben dafür einen Key bekommen. Und denkst du, ich bekomme den? Nee, Colin soll das machen. Der hat keine Ahnung von dem Franchise. Aber mich fragt er keinen. Ich habe extra 2 Mails und dann ist geschrieben, dass ich das gerne machen würde. Oder wenigstens mit meiner Expertise daneben sitzen oder irgendwie dieses Spiel spielen. Das gibt's doch nicht. Ich habe mich sogar privat bei der Beta jetzt angemeldet. Ist das für schon, die PS4. Ist es schon soweit, dass da eine Beta kommt? Der 24. Ja. Ist morgen. Ja, dann kommt das dieses Jahr noch oder nächstes? Das kommt sogar dieses Jahr noch, glaube ich. Na, sowas. Und da freue ich mich. Also das, was ich gesehen habe, hat mir schon sehr gut gefallen. Und ich glaube, das wird auch ganz groß, weil das, was ich gesehen habe, hatte die Sachen drin, wo ich gehofft habe, dass sie nicht herausgemacht haben, wie zum Beispiel zur Seite lehnen. Kein großes Ding, aber finde ich, gehört immer dazu. Ja. Ich weiß nicht, ob man sich wie bei Vegas an Sachen, also so um die Ecke lehnen kann. Ich glaube, das gibt's nicht mehr. Habe ich auf jeden Fall nicht gesehen. Aber das ist gar nicht so wichtig. Ach, hier waren wir auch schon. Wir laufen gerade so ein bisschen im Kreis. Aber ich glaube, das soll so. Und man kann halt alles zerstören. Das ist mal wirklich... Umgebung, nicht? Du drückst auf eine Taste, dann geht ein bisschen was vom Level kaputt. Und immer dasselbe. Ja, das ist wirklich, da kannst du durch eine Wand ballern und da siehst du auch durch das Einschussloch durch, was halt richtig geil ist. Also es sind schöne Sachen und ich weiß nicht, ob der 5 gegen 5 Modus mir Spaß macht. Kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht so beurteilen. Aber bin auf jeden Fall dabei. Ich weiß nur nicht, ob ich es für PC oder für Konsole hole. Tja. Die Frage ist natürlich auch immer, wer spielt das? Kann ich dir leider auch nicht helfen. Ich meine, du bist ja auch kein
Freund davon? Ach, du weißt, ich und Shooter. Ich überlege ja, mir immer noch, die Uncharted Collection zu holen. So dumm die wie kommt ja bin. Auch bald raus. Die ist am 7. nächsten Monats. Schon. Ja. Eigentlich ist es bescheuert, aber... Ja gut, ich habe mir auch die Master Chief Collection. Da gibt es bestimmt auch witzige Goodies drin. Ja. Nee. Also ich denke, das lohnt schon. Ist die denn grafisch hübscher? Angeblich ja, angeblich haben sie alle drei nochmal aufpoliert für die Next Gen oder Current Gen, damit sich keiner beschwert. Aber was wird es, wenn sie es genauso gut gemacht haben wie bei The Last of Us, dann könnt ihr mich mal halt an den Füßen fassen. Ja. Ja. Ach, verbessern sollten. Achso, das habe ich missverstanden. Wie, wir sollten die Alpha nicht drauf machen? Ja, so schlimm war es. Wir haben es sogar extra neu vertont. Mann! Ihr habt da was missverstanden. Aber Leute, wir müssen auch aufhören. Wir haben schon eine Minute überzogen. Deswegen würde ich sagen, pausieren wir hier das Level. Und ich sage vielen Dank fürs Zusehen. Schön, dass du wieder mit dabei warst, Julian. Es war mir eine Freude. Und wir verabschieden uns. Das war's vom vierten Teil. Bis auf dann. Tschüss.